So mancher springt bei dieser Stelle in der Predigt sofort darauf, dass dieses Heilung vom Blindsein symbolisch gemeint ist. Nein, zuerst ist es wirklich eine Heilung zweier Blinder gewesen. Aber, und das stimmt, diese Heilung von Blindheit weist auf eine tiefere Blindheit des Herzens, die viele haben können, die physisch gesehen Augen haben, die völlig gesund und in Ordnung sind. Aber sie sehen nicht. Was sollen wir sehen? Wir sollen lernen, mit unseren Augen einen tiefen Blick für die Wirklichkeit zu erwerben. Dieser tiefen Blick für die Wirklichkeit bedeutet, die Geschichte dieser Welt und die Geschehnisse und Ereignisse deuten zu können von Gott her, von seinem Wort her. Und das erleben wir ja auch jetzt. Ich denke mir manchmal, wie geht es Leuten jetzt, die von einer Hiobsbotschaft nach der anderen erfahren, die ständig in Angst und Panik gehalten werden durch viele Gefahren, allen voran Coronavirus, wo ein Lockdown dann ist, wo man doch auf engeren Raum zusammengesperrt ist. Wie geht es Menschen, die nicht diesen Blick haben? Wie geht es Menschen, die nicht den Rosenkranz ergreifen und zu sagen, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit auch zu beten? Denk mir, wie viele gibt es auf der Welt, die in schwersten Bedrängnissen sind und nicht einmal von Christus erfahren haben. Gestern habe ich mich da informiert, was sich da, man erahnt es nur, zum Beispiel in China abspielt, in grausamsten Umerziehungslagern, wenn jemand nicht dem Regime gehorcht. Wir wissen auch nicht, was in anderen Staaten, von Nordkorea wissen wir so wenig. Viele Teile der Welt, wo Menschen ohne Hoffnung und ohne Christus leben müssen. Wie glücklich ist jemand, der Christus hat. Er sagt, ich bin das Licht der Welt und ich erleuchte dich. Und dieser Christus möchte mit seinem Licht unseren Alltag erfüllen. Wir haben oft manche Dinge zu tun, die sind einfach nicht spektakulär. Das sind 95% der Dinge. Ganz normale Verrichtungen des Alltags. Aber jede meiner Handlungen, jeder meiner Gedanken soll durchstrahlt werden vom Licht Christi. Zwei Blinde. Christus möchte, dass wir ihn wahrnehmen, dass wir ihn entdecken. Nicht irgendwo weit weg, sondern mitten in unserem Leben. Wo ist die konzentrierteste Gegenwart Gottes auf dieser Welt? Wir finden sie in der Heiligen Messe. Wir finden sie in jenem Brot, wo Jesus sagt, es kommt vom Himmel und gibt der Welt das Leben. Da gehen zwei mit hängenden Köpfen dahin, alle Hoffnungen zerstört. Und dann kommt Jesus ganz unbemerkt in ihr Leben. Und er sagt nicht, ich bin Jesus, hallo, schaut, sondern er stellt ihnen eine Frage. Was beschäftigt euch? Worüber redet ihr? Die zwei sind ganz erstaunt, dass der Wanderer keine Ahnung hat, was da passiert ist in Jerusalem, als Jesus hingerichtet wurde. Und schließlich werden ihre Herzen erwärmt. Licht kommt aus Gottes Wort. Und sie laden ihn ein und sagen, bleib doch bei uns, denn es will Abend werden. Und dann kommt der entscheidende Satz, der heute mit dem Evangelium zu tun hat. Als er das Brot brach, gingen ihnen die Augen auf. Und interessant, in diesem Moment sahen sie ihn nicht mehr. Das heißt, die äußeren Augen reichen jetzt nicht. Da sind neue Augen aufgegangen, innere Augen. Das heißt, sie erkennen den Herrn, wie er sie in ihrem Leben nährt und speist und trägt. Wenn wir die Kommunion empfangen, und die meisten, die jetzt bei dieser Messe dabei sind, sind ja vor Bildschirmen, können sie geistig empfangen, aber sie empfangen sie. Es geht um die Gnade, die da ausgeht.
Sie werden erleben, dass Ihr Garten, Ihr Libanon zum Blühen kommt. Bäche entspringen. Das Wasser, so sagt Jesus, das ich gebe, diese Quelle wird nicht mehr versiegen. Diese Quelle gibt uns Kraft, aufzustehen und weiterzugehen. Und wir sehen das ja auch, um wieder zurückzukommen zu den Emmaus-Jüngern. Was tun sie nach der langen Wanderung und die Dunkelheit bricht ein, sie sind müde? Sie laufen zurück nach Jerusalem. Ja, warum denn? Das, was sie gesehen und gehört haben, darüber kann man nicht schweigen. Es ist ja lustig heute im Evangelium, Jesus befahl ihnen, niemand darf es erfahren. Was tun sie? Doch sie gingen weg und erzählten von ihm in der ganzen Gegend. Ich verstehe die zwei. Ich kann doch nicht zur Tagesordnung übergehen. Das sollen auch wir tun. Vielleicht nicht so vehement wie die Emmaus-Jünger oder diese Blinden, sondern vielleicht gibt es jemanden, der sagt, du, es zipft mich ja so an, ich kann schon immer das Virus da und so immer das Testen. Die Impfung kommt auch noch. Was soll ich machen? Du, ich bin schon ganz verzweifelt. Und dann kann jemand ganz behutsam erzählen von der Hoffnung, die er im Herzen trägt. Und jenes Licht weitergeben. Und was noch wichtiger ist, dass wir im Gebet Licht empfangen. Und wir werden auch im Gebet, der Herr wird uns auf das Herz legen, die Bitten, die wir aussprechen sollen. Es kann sein, dass er uns braucht. Vielleicht in Nordkorea, vielleicht braucht er uns in China, vielleicht braucht er uns in den USA, vielleicht braucht er uns auf den Fidschi-Inseln. Plötzlich denke ich, warum soll ich jetzt auf einmal dafür beten? Bereiten wir uns vor, der Heilige Geist, das Licht von oben, er zeigt uns auch, wie wir in rechter Weise beten sollen. Und er tritt in uns ein mit Seufzen und er spricht in uns, aber Vater, wer den Glauben hat, hat Licht. Wer dieses Licht hat, hat Geborgenheit in Gott. Und er weiß in allen Wirrnissen dieser Welt, dass da ein guter Vater ist, der alles nach großer Bedrängnis zu einem guten Ende bringen wird. Amen. Lasset uns beten. Herr, wir bitten dich in diesen Tagen für Familien, die auf engem Raum beieinander sind, schenk ihnen Geduld und immer wieder neu das versöhnende Wort. Wir bitten dich, erhöre. Herr, wir bitten dich besonders für die Mütter, die doppelt herausgefordert sind in Haushalt und Ausbildung, Schulung der Kinder und alles Mögliche und Homeoffice. Ich bitte dich, dass du die Mütter besonders stärkst. Wir bitten dich, erhöre uns. Und wir bitten auch für die Großeltern in diesen Tagen, wenn sie auf ihre Enkel schauen. Und wir bitten dich auch für sie, dass du in ihnen den Geist des Gebetes wächst. Wir bitten dich, erhöre. Herr, wir bitten dich für Menschen, die grausam behandelt werden, ungerecht gefangen gehalten werden, unterdrückt werden, deren Meinung unterdrückt wird, dass du einen Lichtstrahl in ihr Herz sendest. Wir bitten dich, erhöre. Herr, wir bitten dich für die Vereinigten Staaten, wir bitten dich für die USA, bewahre sie vor Bürgerkrieg und lass die Wahrheit durchkommen. Wir bitten dich, erhöre. Herr, wir bitten dich für alle, die blind geworden sind, die ziellos, orientierungslos herumlaufen, überall anstoßen, dass sie dich finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, Herr, lass die Verstorbenen dein himmlisches Licht auf ewig schauen, besonders verstorbener Pfarrer Raimund Ocherbauer, Eltern Johann und Maria Ocherbauer und Lebende und Verstorbene, der Familie Kitzmüller, nimm sie auf in dein himmlisches Reich. Wir bitten dich, erhöre uns. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.